Willkommen auf Aurora. Wir haben Sie erwartet. Fuck! Ich bin Jace Scalp. Fernab vom Rest der Welt werden wir die Mittel erschaffen, die den Planeten in die Zukunft führen. Eine komplett nachhaltige Wirtschaft? Eine friedvolle Umgebung? Nein! Aber sie werden von unserer Arbeit hier profitieren. Okay, das kann ich akzeptieren. Danke, dass Sie Teil von Skirting auf Aurora sind. Gemeinsam errichten wir das Aurora. Ja, herzlich willkommen auf Aurora und herzlich willkommen hier zu Let's Play Ghost Recon Breakpoint im Immersive Mode der Ghost Experience auf Schwierigkeitsgrad extrem. Meine Ghost Experience Einstellung findet ihr oben rechts unter dem i oder auch per Link in der Videobeschreibung. Das einzige, was ich geändert habe, habt ihr vielleicht schon gesehen, ich habe die Untertitel für euch angemacht. Verdammt dunkel hier. Verdammt gefährlich erstmal. Verbinden. Und dann Ausrüstung suchen. Oder vielleicht nach Überlebenden. So gut wie neu. Tot. Aber erschossen. Sie hat den Absturz überlebt. Ganz offensichtlich. Unser Freund Willi hier nicht. Der wurde durch den Absturz getötet. Alle anderen wurden ganz offensichtlich erschossen. Ich hoffe, es ist nicht so dunkel hier für euch. Wenn nicht, versuche ich das später in der Videobearbeitung heller für euch zu machen. Alle erschossen. Jetzt ist die Frage, wer? Wer hat die Überlebenden des Absturzes erschossen? Auch ganz feige in den Rücken. Wer war das? Es war wohl der Co-Pilot. Oder der Pilot. Einer von beiden. Keiner mehr am Leben. Ausrüstung brauchen wir auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig. Und natürlich Midas, Weaver und Holt suchen. Die in den anderen drei Hubschraubern mitgeflogen sind. Mal schauen, ob einer von denen überlebt hat. Hallo? Jemand zu Hause? Niemand? Auch gut, dann nehme ich mir das. Dankeschön. We are summoning the devil. Wir beschwören den Teufel. Okay, das beantwortet zumindest mal die Freund-Feind-Frage. Mann, das Gebiet ist riesig. Wie sollen wir denn hier jemanden finden? Ich habe gehört, dass das hier ein Testgelände war. Für irgendwas Großes. Ja, ihr findet hier garantiert nichts. Vielen Dank für deine Waffe. Und du kannst mir doch bestimmt irgendwas erzählen hier, hä? Hey, spuck's aus.
Warum habt ihr den meinen Freunden, meinen Kameraden in den Rücken geschossen? Weil wir feige kleine Arschlöcher sind. Okay, das kann ich akzeptieren. Stirb. Okay, die Leichen schaffen wir mal weg. Ins Gebüsch zu seinem Freund. Dann kann der nicht gefunden werden. Oh, die haben sich aber lieb, hä? Sein Bauch hat eine Nase. Feindkontakt. 12 Uhr. Ist das? 2. Alles klar. Die schauen wir uns gleich mal an. Erst plündern wir hier noch den Bunker. Splittergranaten, Spritzen, alles prima und Munition. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine AK mit Schalldämpfer, so wie es aussieht. Prima. Vielleicht hat sich in dem Bunker ja noch ein Freund versteckt, wer weiß. Schauen wir mal. Nein! Ihr Schweine, wenn da jetzt einer von meinen Freunden drin war. War da überhaupt jemand drin? Jetzt ist jedenfalls niemand mehr drin. Das ist doch verrückt, Mann. Findet ihr das lustig oder so? Kann das sein? Ich finde es eher so semi-lustig. Das finde ich viel lustiger. So, die lassen wir jetzt mal hier liegen. Was haben wir hier? Eine 416. Ja gut, die hätte ich lieber als die AK. Tauschen wir mal eben aus. Oh cool, die ist sogar unsichtbar. Okay, so. Prima. Hat die einen Schalldämpfer? Jawohl. Scheiße. Meine Leute. Abgeschlachtet. Alle meine Freunde. Alle meine Leute. Abgeschlachtet. Aber hier ist nur einer ansonsten. 2. Okay, gut. Die sind hier ein bisschen verstreut. Alles klar. Bist du Weaver, Holt oder Midas? Ja, Midas scheinbar nicht. Weaver scheinbar nicht, meine ich. Requiescat in Pace, mein Freund. Was haben wir hier? Ein Hangar. Könnten sich vielleicht auch welche unserer Leute versteckt haben, wenn es jemand überlebt hat. Kontakt! Ja, ich habe ihn erwischt. Ach, das ist kein Anfänger. Da hast du vollkommen recht. Ich bin Profi. Eine Feldmütze, vielen Dank. Verbandsmaterial, prima. Eine M4A1, auch eine schöne Waffe. Aber ich bleibe erstmal bei der 416. Vielleicht finden wir irgendwann noch einen Ort, an dem wir uns mal richtig ausstatten können. So, wir haben Level Up. Können wir unsere Echelon-Fähigkeit wieder aktivieren, die beim Absturz kaputt gegangen ist. Oder so. Ich
We are summoning the devil. Immer noch. Scheint hier so eine Art Kult zu sein. Ich sehe mal keine Feinde. Aber ich höre welche. Stockdunkel da drin. Alles klar. Die Helikopter sind hinüber. Von sowas erholt sich niemand. Sowas überlebt man nicht. Und plötzlich springt so ein Arm aus dem Dreck und schlitzt dir die Kehle auf. Und dann werde ich dir nicht helfen. Ja, so ist das. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Noch kein Kontakt. Suche weiter nach Überlebenden. Diese Typen sind die krassesten Soldaten der US-Armee. Und unsere Verteidigung hat sie einfach so erledigt. Tja. In den Hubschraubern waren wir auch relativ wehrlos, du kleines Stück Scheiße. Aber wie man sieht, benutzt ihr schwarz-weiße Tarnung im Dschungel, also könnt ihr nicht so viel drauf haben. Da vorne brennt es. Ein weiteres Wrack. Ich höre ein Funkgerät. Jemand von euch muss doch überlebt haben. Stormcloud 1-1, hier ist Weaver, bitte kommen, over. Hier ist Weaver, kommen, over. Irgendwas? Oh Gott. Kontakt, Kontakt! Feuer einstellen! Walker? Tut mir leid, Weaver. Walker! Weaver! Nein, du verdammtes Stück Scheiße! Nein! Du Bastard! Komm zurück! Komm zurück, du Stück Scheiße! Weaver! Weaver! Nein! Ruhe in Frieden, mein Freund. Ruhe in Frieden. Ich werde jeden einzelnen dieser Bastarde ausschalten. Jeden einzelnen. Dich wird eingeschlossen! Hörst du, Weaver? Walker? Weaver, ich werde dich rächen. Dieses feige Stück Scheiße. Walker wird aber sowas von gepunished. Das könnt ihr mir aber glauben. Viele, viele. Die sehen anders aus als die anderen Soldaten. Scheint eine Spezialeinheit zu sein. Würde mich nicht wundern, wenn Walker, dieses blöde Arschloch, auch dazu gehört. Oder sie vielleicht sogar anführt. Es würde mich nicht wundern. Er kam mir in Wildlands, in Bolivien, schon so verdächtig vor. Und jetzt hat mein Bauchgefühl hat mich mal wieder nicht enttäuscht.
No match for a ghost. Jetzt sollte ich mal hier wieder auf eine andere Position begeben. Damit die Schüsse immer schön aus einer anderen Richtung kommen. Wenn dir das Video gefällt, lass mir doch bitte einen Like, einen netten Kommentar und vielleicht sogar ein Abo da. Vielen Dank. Weitere Soldaten. Das hier ist eine schlechte Position. Ich brauche Deckung. Ein Baum. Besser als nichts. Hey, hey, ho, ho. Ich kann Menschenfleisch riechen. Wo sind sie? Erstmal halte ich mir hier den Rücken frei. Nichts zum... Ja, so eine Gesichtsmaske hat auch was für sich, ne? Ein schönes Kopfschussgeräusch. Komm her, du! Zack. Ausgeschaltet. Betrogen neutralisiert. Die Frage ist, leben noch mehr von denen? Waren doch garantiert noch mehr als zwei. Da! Verdammt! Okay, einer nach links, einer nach rechts. Okay, rechts erledigt. Ich sehe ihn nicht. Da ist er! Die Reichweite ist zu gering, aber ich hab's geschafft. Da liegt er. Feind auf dem Berg. Da. Drei, zwei, eins. Gute Nacht. Weaver, mein Freund. Sie haben dich wohl mitgenommen. Auch das noch. Das kann ich dich nicht mal anständig begraben. Diese Bastarde. Diese Elenden. Wo sind die? Da! Verdammt, ich hätte ihn verhören sollen. Sonst noch jemand übrig? Wir brennen. Mhm. Und ja, ich weiß natürlich, dass ich anhand der Umrandung des Kompass unten rechts sehen kann, ob da noch ein Gegner übrig ist oder nicht. Aber... Hey, ein bisschen immersive.
Bisschen Immersivität kann doch nicht schaden. Der Sumpf hat dich gefressen. Richtig so. Oh, weitere Feinde. Zwei voraus. Weiterer links. Ah, gibt eine nette kleine Überraschung. Ihr seid keine Gegner. Opfer. Nichts weiter als Opfer. Den letzten beißen die Hunde. Oder die Geister. Drei weitere. Alles klar, die kriegen wir auch noch. Ihr beiden Pisser habt also drei meiner Leute erledigt. Drei. Ihr beiden. Es war dann wohl ein Schnaps zu viel gestern Abend. Sieht aus wie ein Kommandant. Muss näher ran. Kommandant steht dort. Sir, ich sehe keine Spur von Überlebenden. Wir müssen das ganze Gebiet durchkämmen, bevor wir es als gesichert bezeichnen dürfen. Such weiter! Zack. Gute Nacht. Waren das alle? Sieht so aus. Oh, eine G36. Ja, die nehme ich mit. Ist zwar keine G36 Scout, aber... besser als nichts. Ein kleines Feindkrüppchen, alles klar. Dürfen wir nicht vergessen, aber wir haben hier noch ein Funkgerät. Und natürlich wieder keine Überlebenden. Eine G28. Und da hinten haben wir ein Feindkrüppchen. Das klingt doch nie dafür gemacht. Fünf Feinde. Kommandant. Ah. Ja, rennt ihr nur in Deckung. Was hat der denn für eine Panzerweste? Heiliges Kanonenrohr. Ich glaube, der ist tot. Ich glaube, das war ein Kopftreffer. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich mach mal den Schalldämpfer ab. Ich hätte im Präzisionsschützenkurs ein bisschen besser aufpassen sollen, glaube ich. Einer ist noch übrig. Wo ist er? Da. Das war er. Gut, zurück zur G36. So, ein Funkgerät. Vielleicht können wir Hilfe rufen. Mayday, Mayday. Hier ist Ghost Lead. Hört mich jemand? Klar und deutlich, Ghost Lead. Wer ist da? Eine Freundin. Ich habe das Funkgerät von einem Ghost. Und dieser Ghost atmet noch. Ghost Lead. Man kann dem weißen Kaninchen folgen. Oder der Herzkönigin. Bitte Lagebericht. Das kann warten. Ihr Mann wird verarztet. Folgen Sie dem Pfad hinter den antiken Ruinen. Ihr Ziel liegt in den Bergen zwischen zwei Wasserfällen.
Verstanden. Ghost Lead Ende. Okay, es hat außer mir zumindest auf jeden Fall noch einer überlebt. Das gibt mir ein wenig Hoffnung. Vielleicht sind hier noch mehr übrig. Diese Mission Operation Greenstone muss fortgeführt werden. Allein schon wegen Walker. Um Weaver zu rächen. Hier haben wir ja die Qual der Wahl. Ich nehme... Schöne schwarze Motorrad hier. Hiha! Auf geht's. Hoffen wir mal, dass die Lady uns nicht betrügt. Ich habe hier zwei Feinde gesehen. Kann es das? Nun. Zu Recht. Moment, was ist das? Eine Kiste. Schauen wir doch mal rein. Sieht alt aus. Lauter moderne Ausrüstung drin und so kann sie nicht so alt sein. Naja, weiter geht's. Wow, oh, Straßensperre. Straßensperren sind meine Spezialität. Alle. Aber alle muss ich auch nicht kriegen. Eins, zwei. Nomad kommt vorbei. Drei, vier. Steht er schon hinter dir? Prima, wir sind auf dem richtigen Weg. Wow. Verdammt. Ich habe den nassen Boden etwas unterschätzt. Oh, ein Blümchen. Nehme ich mit für die Dame. Schauen wir mal. Stehen bleiben! Wer sind Sie? Ich wurde eingeladen. Wer sind Sie? Es werden immer mehr. Sie können gerne umdrehen und den Berg wieder runter. Die Lage ist angespannt. Wissen Sie? Seien Sie vorsichtig mit der Waffe. Wir dulden keine Schießereien in Erewhon. Was ist Erewhon? Die Höhle. So nennen wir sie. Kommen Sie. Erewhon. Wer nennt denn eine Höhle Erewhon? Vom Bauern zum Freiheitskämpfer. Was hältst du davon? Was ist das für ein Ort?
jeden Fall ein Ort mit atemberaubender Schönheit. Zumindest für eine Höhle. Hey! Zwei Freunde! Hey Jungs! Ist bei euch alles okay? Nur wir zwei sind vom Trupp übrig. Kein Funk, keine Drohnen. Und wir haben genau zwei Gewehre und 8 Magazine. Die Einheimischen haben Wasser und ein paar Vorräte. Die Höhle ist echt unglaublich. Wahnsinn. Atemberaubend. Ja. Sie sind alle relativ freundlich, aber sie halten uns an der kurzen Leine. Was hat unsere Vögel abgeschossen? Keine Ahnung. Aber da draußen gibt's auf jeden Fall Feinde. Ich hatte einen Zusammenstoß mit Soldaten, die sich Wolves nennen. Mit wem haben wir es da zu tun? Erstmal habt ihr es mit mir zu tun. Haben Sie hier das Sagen? Wer will das wissen? Mein Rufzeichen ist Nomad. Ich bin verantwortlich für die Operation. Mit Operation meinen Sie wohl das riesengroße Desaster hier? Hey, alter Mann. Immer schön freundlich. Ich will nur rausfinden, warum uns ein Haufen Infanteristen in den Schoß gefallen ist. Jemand hat vor der Küste ein Frachtschiff der Marine versenkt. Danach ging der ganze Aurora-Archipel vom Netz. Wir wurden geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ehe wir uns versahen, schoss irgendwas unsere Helis ab. Fast die Hälfte meiner Soldaten ist tot. Wir nehmen an, dass es eine Art Militärputsch gab. Sentinel, diese Militärfirma, hat den Ausnahmezustand verhängt und setzt ihn mit der alten Stiefel im Nackentechnik durch. Skelltech stellt noch denselben Hightech-Kram her wie immer. Nur sind es jetzt vielleicht mehr Waffen. Nicht gerade das liberale Utopia, das J-Skell verspricht. Wo finde ich J-Skell? Ah, den Kopf von Skelltech persönlich. Hm? Wir haben ihn nicht gesehen. Aber seine Drohnen behalten die Inseln im Auge. Sie denken, dass er damit zu tun hat? Wir wissen nur nicht, wieso. Okay. Das herauszufinden kommt auf meine To-Do-Liste. Kann ich zu den Verwundeten? Ja. Einer Ihrer Leute braucht Ruhe, aber kann den Mund nicht halten. Beruhigen Sie ihn, ja? Kommen Sie danach zu mir. Ich werde Sie rumführen. Braucht Ruhe, aber kann den Mund nicht halten. Das hört sich doch an nach... Holt. Drohnen, Drohnen. Die wollen das Virus mit Drohnen. Holt! Ich weiß, ich weiß. Hey, Mann. Die Ghosts werden alle... Holt. Hey. Wie geht's dir, Mann? Nomad. Wer ist übrig? Wer lebt noch? Ganz ruhig, Kumpel. Ich tue, was ich kann. Du verdammter Superheld. Hier. Ein neues Spielzeug. Ich finde Midas nicht. Aber Weaver ist... Ruh dich nur aus. Wir kümmern uns drum. Die Wasp? Naja. Der Funk ist ausgefallen. Ich erreiche das Schiff nicht. Ich rede mit Mats Schulz, dem Chef hier. Vielleicht hat er ein Boot für mich. Keine Sorge. Ich komme mit Hilfe zurück. Geh.
Was waren wir? Hättest du gedacht, was waren dass die es mal Toten? So endet, als Kaninchen? Für diese Arschlöcher waren wir anscheinend genau das. Nein. Ich will geschafft. Wir haben immerhin Holt gefunden. Zwei weitere Kameraden. Ganz meine Meinung, Bruder. Wir zahlen es. Es ist also doch nicht alles ganz im Arsch. Wir werden sehen. Erstmal werde ich mich jetzt ein bisschen ausruhen. Mir neue Ausrüstung verschaffen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf euch, meine Freunde. Bist du bereit für diesen Wir sehen uns. Kampf?